Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute zeige ich euch mal eine der besten Allround-Trizepsübungen. So eine Übung gibt es höchstens an Maschinen, aber selbst da meistens nicht ganz so gut und effektiv. Ihr müsst ein bisschen dazu basteln, aber wer bastelt nicht gerne, wenn der Erfolg dann einfach da sein wird und wenn man etwas außergewöhnlich Geiles macht. Dazu brauchen wir einen Tower, Kabeltower, wo das unten befestigt wird später, und wir brauchen eine Bank und eine SZ-Stange. Und jetzt werden wir ein bisschen rumbasteln. Wir müssen nämlich die SZ-Stange unten am Kabel befestigen. Wie ihr das macht, kleiner Tipp hier von mir. So, stellt das Gewicht hier am Anfang ganz klein ein, damit ihr hier auch ordentlich dran ziehen könnt. Und jetzt müsst ihr das hier genau in die Mitte machen. Das könnt ihr natürlich nicht nur mit dem Karabiner, dafür ist der zu dünn. Also müssen wir einen Trick wagen. Einmal das Seil hier rum, den Karabiner wieder oben fest, wie so eine Seilschlaufe. Und dann könnt ihr das Ganze wieder loslassen. Und jetzt ist die Stange schon mal dran. Das Ganze wird jetzt mit Gewichten bestückt und dann habt ihr es auch schon. So, für Demonstrationszwecke nehme ich jetzt nur 5 Kilo, ansonsten nehme ich natürlich viel mehr. So, und jetzt nur noch die Bank hier hinschieben. Zack. Und das Beste ist natürlich, wenn ihr auch jemanden habt, der euch helfen kann. Und jetzt demonstriere ich euch mal, was dahinter steckt. So, und jetzt haben wir den kräftigen Maib hier. Und jetzt zeige ich euch erst einmal, was das Besondere ist. Wir kombinieren hier zwei mögliche Übungen für den Trizeps. Und zwar einmal der Klassiker French Press. Das heißt, ihr liegt auf der Bank und drückt das Gewicht einfach nach oben. Zeigt er gleich. Und das Ganze am Kabel. Warum machen wir so einen Mist? Weil wir zwei verschiedene Winkel haben, zu denen dann die Schwerkraft wirkt und dadurch vor allem die Schwäche dieser beiden Übungen ausgleichen können. Und jetzt zeige ich euch mal, was diese wären. Wir demonstrieren das mal mit einem kleinen Gewicht. Mal würde sonst viel, viel mehr schaffen natürlich. Leg dich mal hin und mach die normalen French Press. So, ganz normal habt ihr die Oberarme hier oben, die Ellbogen möglichst eng zusammen. Und dann anschließend geht ihr nach oben, hier habt ihr den Peak und wieder nach unten. Im Peak ist das Gewicht allerdings nicht am schwersten. Das heißt, wenn ihr die Oberarme zum Beispiel im 90-Grad-Winkel habt zum Körper, dann habt ihr, sobald ihr oben seid, eine Entlastung. Hier kann der Maib jetzt 10 Minuten so aushalten. Hier unten, 90-Grad-Winkel dazu, habt ihr den schwersten Punkt der Übung. Und den zu überwinden, kostet dann einiges. Viele würden das als großen Nachteil der Übung bezeichnen, weshalb man dann mit den Oberarm etwas weiter zurückgeht und selbst im obersten Punkt noch Spannung drauf hat. Aber dadurch ist die Range of Motion wieder klein, denn sobald ihr unter den 90 Grad zur Schwerkraft kommt, nämlich hier runter, ist es auch hier wieder leicht. Das heißt, wir haben immer das Problem, dass wir diesen einen 90 Grad Winkel zur Schwerkraft überwinden müssen, der am schwersten ist, und danach wird das Gewicht ziemlich leicht am Anfang und am Ende oder eben nur am Ende. Und genau hier kommt jetzt die Kabelvariante. Du kannst aufhören damit. Ins Spiel. Bei einer Kabelvariante würde Maib jetzt mit dem Kabel, leg dich mal andersrum mit dem Kopf dorthin, bei einer Kabelvariante würde er jetzt hier mit dem Kabel ziehen. So, der Kabel, oder? So, nur mit dem Kabel, genau, mit einer Hand reicht. Wenn er jetzt hier das mit dem Kabel macht, dann hat er ebenfalls wieder hier im 90-Grad-Winkel zur Schwerkraft den schwierigsten Punkt. Hier oben weniger, hier unten, naja, bisschen weniger, aber auch ein bisschen. Und genau hier kombinieren wir jetzt beide. Das heißt, wenn wir French Press haben mit einem 90 Grad Winkel vom Oberarm, dann hätte er hier den schwersten Teil. Sobald er hochkommt, zieht das Kabel ihn aber zurück und dann hat er auch hier oben noch, wo eigentlich die Entlastung wäre, eine Belastung, weil das Kabel nach hinten zieht, weil wir beides zusammen haben. Oha, und das knallt so richtig. Nirgendwo Entspannung, genau das wollen wir für den Trizeps. Und jetzt lassen wir ihn mal schuften. So, Maib, bist du auch wirklich bereit? I'm ready. Gib Gas. Ihr werdet das auch, das schaffe ich auch, irgendwie ohne Partner schaffen. Da muss man sich nur ein bisschen verrenken und so weiter, aber mit Partner ist natürlich um einiges besser. Hier musst du noch weiter greifen. Ja. Nee, hier. Und da, genau. Und hoch. Und selbst jetzt ist Zug drauf. Hier unten ist jetzt maximaler Zug drauf durch das Gewicht. Hier oben ist maximaler Zug drauf
durch das Kabel. Und dadurch ist da eine Dauerspannung. Und ihr seht, es ist sogar ungewohnt so ein bisschen. Er hat durchgehend die Spannung da. Wir behalten den Oberarm an der gleichen Stellung. Nicht mitziehen, nur den Trizeps. Und da schwächelt er schon. Ich muss dazu sagen, er hat sich nicht aufgewärmt. Das ist das erste Mal jetzt Trizeps für heute. Und das überlassen wir dann auch mal. Boah, das ist hart. Das ist eine harte Übung. Und jetzt denkt dran, ihr habt jetzt im Gegensatz zu sonstigen Übungen, wenn ihr nur die einzelnen macht, zwei Gewichte, die ihr wählen müsst. Das eine ist das Gewicht für die Hantelstange, das andere für das Kabel. Da empfiehlt es sich nicht immer, das gleiche Gewicht zu nehmen, zumal das ja am Kabel auch nicht übertragen das genaue Gewicht ist. Variiert es ein bisschen, macht aber sau Spaß, probiert mal die Übung aus und für mich ist es die wahrscheinlich beste Trizepsübung. Ja, klingt gut? Klingt gut. Probiert's mal aus und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es wirklich gewagt habt, das Fitnessstudio umzubauen und diese Übung zu machen. Und wenn ja, wie war das Gefühl? Kommt ihr damit zurecht? Habt ihr ein richtig gutes Gefühl? Und wie war euer Pump? So, das war's von uns. Subscription and like my friend. Der hat's einfach drauf, da muss ich nichts mehr sagen. Schaut euch mal die anderen Videos auf dem Kanal an und dann sag ich mal, bis bald, euer Gotti.